Die Colitis ulcerosa ist eine von zwei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Der andere heißt Morbus Crohn. Die Colitis ulcerosa ist eine Entzündungsform, die den Dickdarm befällt, teilweise oder den gesamten Dickdarm. Betrifft häufig junge Patienten zwischen 20 und 30 Jahren, die sehr unter diesen häufig blutigen Durchfällen leiden. Die Entzündungsreaktion, die hier zugrunde liegt, muss mit immunsuppressiven Medikamenten häufig behandelt werden. Und dies entspricht einer sehr individuellen Therapie, die zwischen Arzt und Patient eng abgestimmt werden muss.